Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale. In der letzten Folge hatten wir ein Date mit Papyrus, waren mit Sans bei Grilbys und sind im Wasserfall vorangeschritten. Und nun gibt es hier eine kleine Story. Ja, ich kann nicht alles entziffern. The War of Humans and Monsters. Also der Krieg zwischen Menschen und Monstern. Why did the humans attack? Indeed, it seemed that they had nothing to fear. Humans are unbelievably strong. It would take the soul of nearly every monster just to equal the power of a single human soul. Die Frage, warum hatten die Menschen Angst? Man bräuchte so ziemlich jedes Monster, um einen Menschen zu besiegen. But humans have one weakness. Ironically, it's the branch of their soul. Its core allows it to persist outside the human body even after death. Die Schwäche der Menschen ist, dass ihre Seele so stark ist, dass sie selbst außerhalb ihres Körpers weiterlebt. A monster defeats the human. They can take its soul. A monster with a human soul. A horrible beast with unfathomable power. Ein Monster mit einer Menschenseele wäre unfassbar stark. It's an illustration of a strange creature. There's something rarely unsettling. Eine merkwürdige Zeichnung. Okay. Oh oh. Man sieht, dass hier nichts Gutes rauskommt. Scheiße. Oh Gott, man kann sich nicht heilen. Ich werde sterben. Alter, es macht auch noch 4 Schaden. Du kannst noch nicht aufgeben, Günther. Habe ich mehr Leben jetzt? Ja, ich habe 20 Leben, damit schaffe ich das. War unglücklich, dass ich nur 4 Leben hatte, aber stimmt, ich hätte auch auf der Overworld ein Item nutzen können. Mann, ich wollte gar nicht zurücklaufen. Die machen halt schon scheiße Schaden. Jetzt bin ich hängen geblieben. Weiter. Verstecken. Monster Kid hat mich nochmal gerettet. Komm. Yo, do you see that? And then just touch me! I'm never washing my face ever again. Man, are you unlucky if you were standing just a little bit to the left? Yo, don't worry, I'm sure it's here again. Ich bin froh, dass ich nicht da stand, wo du warst. Ein Käse in einem Kristall. Squeak! Ja, es erfüllt mich mit Entschlossenheit, mir vorzustellen, dass die Maus eines Tages den Käse aus diesem merkwürdigen Kristall extrahieren wird. Oh Gott, was zur Hölle erfüllt mich eigentlich nicht mit Entschlossenheit? Getting into this telescope
genommen. 50,000 G. Jesus, premium tennis club, but since I know you, you can use it for free. How's about it? Ja, man kann hier das Teleskop nutzen, aber leider sieht man dadurch nichts. Sehr witzig, Sans, ne? Was ist hier oben in der Höhle? Ah, wieder der Nice Cream Verkäufer. Ja, du hast immer noch keine Kunden. Yay. Auf Deutsch, sein Angebot ist 4 für 3. Eine hole ich mir noch und dann lege ich noch die Ausrüstung ab. Also, ich dachte, es wäre auch eine normale Sammelbox und nicht nur die Karten. Ja, und zwar... Zack. Hier ist ein Tropfen. What's this da? Can you touch it? Can you eat it? Can you kill it? Are you a star? Ich bin ein internationaler YouTube-Star, ja. Hier nochmal ein sehr mysteriöser Ohr. Meine Geistfigur. Ich rede jetzt nicht mit jeder Echo-Blume, das wird lange dauern. Aber hier hätten wir noch etwas. Verleckschuhe. Wow. Das ist eine Waffe. Ich muss sagen, Ballettschuhe sind schon eine gute Waffe, ne? Oh, wieder Telefon. Hello, this is Papyrus. Remember when I asked you about clothes? Well, the friend wanted to know. Her opinion of you is very murdery. Well, very not dear human. Papyrus would never betray you. He said you were not wearing a dusty tutu. So, of course, I actually told her you were indeed wearing a dusty tutu. Pained me to tell such a bold-faced lie, but since you aren't wearing a dusty tutu, she surely won't attack you. Now you're safe and sound. Why we did this not? I just want to be everybody's friend. Ja, er sagt, er ist, dass ich sicher bin. Weil er gesagt hat, dass ich. Papyrus ist so dumm, es fällt mir gerade auf. Ich habe ihm gesagt, ich trage kein Tütchen. Und weil er nicht will, dass Anleihen mich erkennt, hat er gesagt, ich trage eins. Aber ich trage ja wirklich eins. Diese Gegner sind etwas einfach. Die kann man einfach verschonen. Hier sind wir antike Schriftzeichen. The power to take their souls. This is the power that humans fear. Die Kraft, ihre Seelen zu nehmen, ist das, vor dem die Menschen Angst. Oh nein, hier kommt gleich ein sehr toller Charakter. Viele Tentakel. Was zur Hölle ist das? Hey there, I noticed you were here. I'm Onion-san, here. You visiting waterfall, huh? It's great there, here, huh? You love it, huh? Yeah, me too. It's my big favorite. Das Ding ist ein bisschen bitter. Even food, the water's getting too so shallow here. I have to sit down all the time.
Hey, that's okay. It beats moving to the city and living in a crowded aquarium like all my friends did. Das Gesicht. And the aquarium's full anyway, so even if I wanted to, that's okay, Fru, I hear. Andrein's gonna fix everything you hear. I'm gonna get out of here and live in the ocean you hear. Yeah. Hell yeah, that's the end of this room. I'll see you around. Have a good time. In waterfall. Ja, eine der wichtigsten Begegnungen im Spiel. Schatz. Hä? Was wollen wir? Zu scheiße im Ernst. Ach, warte, ich glaube, man muss hier sowieso. Leute, geil. Mein Undertale hat sich geschlossen und ich durfte nochmal von dem Kiesel, der im Kristall eingeschlossen ist, neu beginnen. Der größte Vorteil, ich habe alles nochmal genauso gemacht, nur habe ich ein Item mehr weggelegt und der größte Fortschritt, den ich hatte, ich habe es geschafft, der Attacke von der Chiron, die hier encountered wird, komplett auszuweichen. This power has no counter. Indeed, a human cannot take a monster soul. When a monster dies, its soul disappears. And an incredible power would be needed to take the soul of a living monster. Man kann keine Monsterseele nehmen. There's only one exception, the soul of a special species of monster called a boss monster. A boss monster soul is strong enough to persist after death, if only for a few moments. A human could absorb the soul, but this never happened, and now it never will. Eine Statue. Man kann sich hier einen Regenschirm mitnehmen. Oh Gott, mir fällt gerade ein Secret ein. Hier wird wahrscheinlich gleich ein Cut kommen. Ja. Die Musik.
Musik ist schon cool. Ich habe genau die Reihenfolge gemacht. Oh. Funktioniert auch nicht. Kriege ich nicht hin, sorry. Ich weiß jetzt nicht, was ich da machen soll. Habe ich es richtig aufgeschrieben? Kann es nochmal auftauchen? Punkt oben rechts, Punkt unten rechts. Habe ich richtig. Kann mich einer mal in den Kommentaren aufklären. Aber jetzt wird vermutlich eine Timelapse kommen. Oder es wird ganz rausgeschnitten. Wenn eine Timelapse kommt, wisst ihr, dass mein Fun-Wert im Hoch auf genau dem Wert ist. Did you hear you're back? I'll tell you a big secret. I'm starting a band. Do you hear? It's called the Red Hot Chili Peppers. I've got... I don't play instruments or sing. Well, do you think we'll be popular? Ja. Yeah, me too. Und jetzt lass mich in Ruhe. Als ob. Alter. Man muss einen zufälligen Wert von 1 bis 100 genau richtig haben. Dann bekommt man diesen merkwürdigen Encounter. Scheiße, ohne den Regenschirm kann ich aber auch was machen. Ich kann den Regenschirm, aber es regnet nicht. Weißt du, dadurch fühle ich mich etwas besser. Bitte vergiss nicht. Kann ich nochmal dahin? Scheiße, er ist weg. Das war so schlecht von mir. Jetzt kann ich euch nicht den ganzen Dialog zeigen. Wisst ihr was? Ich mache kurz einen Cut und google mal den Dialog von dem Typen. Aber das ist ein Anhänger von ehemaligen königlichen Wissenschaftler Dr. W.D. Gaster oder W.D. Gaster. So. Dann. Komm. Jetzt weg mal. Ich bin überfordert.
Wenn man gleich was hört, tut's mir leid, weil ich guck das auf YouTube, wo ich das auch her hab. Gut, ich hab's geschafft, rechtzeitig abzuschalten. Ah ja, hier ist die Stelle. Dazu muss man erstmal ohne Regenschirm dahin, ist die Sache. So. Have you ever thought about a world where everything is exactly the same? Except you don't exist. Everything functions perfectly without you. The thought terrifies me. Ja, das ist, was sagt. Eine Welt, in der alles so ist, wie es sein soll. Aber du selbst, du existierst nicht. Und das ist an Gäste angelehnt. Ich würde sagen, hier auf dem Rückweg mache ich jetzt keinen Vorspiel, sondern erzähle mal, da ich normalerweise keinen anderen Gäste-Encounter bekommen kann, was die Story hinter ihm ist. Und zwar war er vor dem jetzigen, oder der jetzigen königlichen Wissenschaftlerin, Dr. Elphys. Ich weiß gar nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Auf jeden Fall war vorher eben Gäster der königliche Wissenschaftler. Aber bei einem seiner Experimente ist er einfach verschwunden. Und inzwischen ist man sich so ziemlich einig, dass er in einem Void gelandet ist, aus dem niemand mehr lebend wegkommt. Es gibt 4 Gäste-Anhänger, von denen einer, der gerade eben war. Und alle sagen etwas darüber. Manche sind deutlich direkter als der gerade eben. Einer sagt zum Beispiel, hast du schon etwas über den königlichen Wissenschaftler, den ehemaligen W.D. Gaster gehört? Und dann erzählt er ein bisschen etwas darüber. Und am Ende kommt noch ein Satz, der vielen im Gedächtnis geblieben ist. Wenn er sagt, es ist unhöflich, über jemanden zu reden, der da ist. Als Mann. Oder der zuhört. Und du nervst mich. Und es gibt, wie gesagt, 4 Gäste-Anhänger, die alle irgendwas davon sagen, wie es ist, wenn man aus der Welt verschwunden ist. Und das ist gestern passiert. Dann gibt es in der Soundbox, die ich schon gesagt habe, die mit Glück auftauchen kann, gibt es eine der Musiken, die dort spielen kann, die es nicht im Spiel gibt, ist Gästers Theme. Ich werde mal gucken, ob ich die finde. Dann werde ich die jetzt hier an der Stelle einen Moment lang einfügen. Ich gebe mir richtig Mühe für das Video. Ja. Und dann gibt es noch einige kleine Hinweise und einen etwas dezenten. Zum Beispiel gibt es irgendwo noch ein. Das ist in Snowden, wenn man bei dem Haus mit der Steinfamilie und dem Typen, der einen Klopffetisch hat, weiter nach oben geht. Ja. Da oben kann man da. Ja, ich weiß nicht, was da passen kann. Auf jeden Fall kann man noch an einer der Stellen, entweder da, wo die Sound... Ja doch, das ist da, wo die Soundbox ist, kann man das auch haben, dass man einen Anruf bekommt an G und dann fällt denen, die angerufen haben, auf, dass man nicht dieser G ist und man bekommt den Wir haben uns verwählt Song zu hören. Ja, sehr toll, ich weiß. Und dann gibt es noch irgendwo so eine
irgendeine weiß ich, gab's auch noch die hier. Eben die für Anhänger. Und irgendwo sogar hier in Waterfall. Aber das kann ich jetzt schon gar nicht mehr bekommen. Wo ist der letzte Save? Das reicht dann langsam für den Part. Irgendwo in Waterfall gibt es einen Gang, der taucht nur... Übrigens, die Soundbox taucht auch nicht immer auf, wenn man den richtigen Wert hat. Aber... Alter, der letzte Safe ist nicht ernsthaft der bei dem Kristall. Dann gehe ich noch weiter. Aber dieser geheime Gang, das ist einfach ein leerer Flur, der, wenn man den richtigen Wert hat, auftauchen kann. Und wenn man dann noch Glück hat, zu einer geringen Wahrscheinlichkeit, befindet sich in diesem Gang eine komische weiße Tür. Yo, you got an umbrella, awesome! Jetzt komm ja mit mir. Let's go. Bringt dir viel, wenn du nicht unterm Regen läufst. Und wenn man diese weiße Tür passiert, steht dort in einem beinahe leeren Raum eine merkwürdige Person. Es sieht aus wie jemand mit einem langen schwarzen Umhang und er hat eine Maske mit einem Riss bei beiden Augen. Und wenn man nichts macht, dann macht er auch nichts. Aber wenn man ihn anspricht, verschwindet er wie ins Nichts. Und dieser jemand ist Gaster. Ah ja, es gibt noch zwei weitere Easter Eggs. Ein Man, Undyne is so cool, she beats up bad guys and never loses. If I was a human, I would wet the bed every night, knowing she was gonna beat me up. Also. So. Dann gibt es noch ein Easter Egg. Es wird sehr bald eine Möglichkeit geben, sich ein bisschen zu teleportieren, nenne ich mal. Eine Schifffahrt. Und dabei ist immer die merkwürdige Person auf dem Schiff, erzählt einem immer irgendwas. Und wenn man Glück hat, erzählt sie einem entweder warnt sie einem vor dem Mann, der aus einer anderen Welt kommt, dem Void, Gaster, oder dem, der in Händen spricht. Denn Gaster hat seine eigene Schrift. Und irgendein richtig merkwürdiges Easter Egg. Das ist auch noch bei der Namensvergabe, wenn man sich da Gaster nennen will. Das ist echt creepy. Denn anstatt, dass man gefragt wird, ist der Name okay oder so, das Spiel startet sich einfach neu. Sonst passiert nichts. Und wenn man irgendeine Datei im Undertale-Ordner verändert und dann ins Spiel reingehen will, taucht diese Schrift von Gaster auf und darum... Ey, komm, ich mach mir jetzt mal hier ein bisschen Mühe in dem Video. In der Zeit, in der es lebt, gehe ich mal hier. So, one time, we had a school project where we had to take care of a flower, the king. We had to call him Mr. Dreamer. Wasn't it to donate his own flowers? He ended up coming to school and teaching the class about responsibility and stuff. That got me thinking, yo, how cool would it be if Undyne came to school? She could beat up all the teachers. Ja, toll. Ich guck jetzt nochmal. Übrigens gibt es auch die Theorie, da Gaster eigentlich aussieht wie ein Skelett, da er in Verbindung zu Sans und Papyrus steht. So, jetzt sage ich noch was Gaster. Da manchmal, da sagt, wenn man das so einstellt. Und? Kann der YouTuber, bei dem ich das Video gerade anhab, Grüße an Mark? Ja, okay. Merkwürdige Zeichen. Er hat eine Übersetzung eingeblendet, die es offiziell gibt. Entry number 17. Dark, darker, yet darker. The darkness keeps growing. The shadows cutting deeper. Photon readings negative.
next experiment seems very, very interesting. What do you two think? Das war's. Und allein dieses What do you two think? Es handelt sich auf jeden Fall um Assistenten und viele denken, diese Assistenten sind gleichzeitig Söhne von Gaster, Sans und Papyrus, die plötzlich wie aus dem Nichts in Snowden aufgetaucht sind. But maybe she wouldn't beat up the teachers. She's too cool to ever hurt an innocent person. Krieg ich bitte ein Save. Alter, ich will den Part hier beenden. Ey Mann, ernst, ich hab keinen Bock. Ich renn jetzt echt zum letzten Save zurück. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wette, ich bereue das insofern. Bis dann.